So, hallo zusammen, hallo zusammen, seid gegrüßt. Lange ist es her, extrem lange. Ich habe gar nicht geschaut, von wann das letzte Video ist, aber ich glaube, das sind mehrere Wochen, vielleicht auch Monate. Scheißegal, ich bin noch da, ich lasse mich nicht unterkriegen. Vielleicht zu meinem Gewicht, im Moment ist das so bei 83 Kilo, also das Minimum war, glaube ich, mal bei 76, aber das hat sich etwas in Vergessenheit geraten. Also die 80 Kilo war immer so mein Zielgewicht, aber mit dem Lebenswandel, der einfach auch auf Genuss ausgerichtet ist, ist das einfach schwierig, wieder runterzukommen auf 80 Kilo. Ich gehe zwar regelmäßig, also mindestens einmal die Woche ins Fitness, das halte ich ein, aber wie ihr ja wisst, habe ich mich ja vor einigen Monaten getrennt in der Beziehung und da ändert sich noch einiges im Leben oder es ändert sich auch etwas der Lebenswandel und so weiter. Und deshalb bin ich eigentlich mit dem Gewicht recht zufrieden. Bei den Kleidern ist es so, dass ich mittlerweile auch schon wieder ein paar Hosen ausmusten musste, weil ich die etwas gar knapp gekauft habe und mir gedacht habe, das Gewicht geht dann ewig runter, was natürlich nicht der Fall ist, sondern es stagniert halt oder geht wieder leicht hoch. Also ich glaube, das geht mehreren Leuten so wie ich gelesen habe. Bin ich nicht alleine, also somit die engsten Hosen sind dann schon wieder weggewandert. Aber ansonsten ist eigentlich die Kleiderordnung normal. Ich muss da nichts mehr da speziell kaufen oder so, also einfach der Mode wegen, aber nicht wegen dem Gewicht. Ja, gesundheitlich geht es mir super. Ich habe ja mal in Facebook geschrieben, ich habe glaube vor zwei Wochen wieder mal so richtig gekotzt, ja. Ich war etwas übermütig beim Essen, zwei Plätzchen runtergeschlungen und ein bisschen Salat und Leute, es war mir schlecht wie nach der Operation. Das Hirn hat gleich wieder eingeschaltet, dass das so nicht weitergehen kann und seither eigentlich keine Beschwerden mehr. Das war einfach so ein einmaliger Ausrutscher, kam gleich alles zusammen, vielleicht ein bisschen Frust, vielleicht ein bisschen Frustfressen, ein bisschen viel Fressen und dann bist du gleich wieder daran erinnern, dass du einen Magenbypass hast. Ansonsten, mein Highlight von diese Woche, am Montag, war echt cool. Ich habe einen neuen Pass gemacht. Ich möchte dann nächstes Jahr nach Amerika, habe so einen biometrischen Pass machen lassen. Bin da hingegangen, eine ältere Frau saß dort am Schalter und bin ich hingesessen. Dann sagt sie so, Jesus Gott, sie haben abgenommen. Dann denke ich mir so, wieso weiß sie jetzt das? Dann hat sie mir den Bildschirm umgedreht und da war noch das Foto vom letzten Pass drin, etwas so. Und dann sage ich so, ja, das könnte sein. Und dann hat sie echt geschmunzelt, sie hat nichts mehr gesagt ansonsten, keine Fragen gestellt, aber das ist ihr gleich aufgefallen und wahrscheinlich auch ein bisschen rausgerutscht, weil das ein offizielles Passbüro vom Kanton Bern und ja, war echt amüsant und sie hat sich dann auch echt Mühe gegeben für das neue Foto, hat dann mir gesagt, ja, sie müssen ein bisschen noch mehr schmunzeln, aber ohne Zähne und dann noch ein Foto, also ich hatte wirklich alle Zeit der Welt und sie war echt nett und es hat echt Spaß gemacht mit ihr dort die Fotos zu machen für den Pass. Heute ist Donnerstag, den Pass habe ich schon erhalten, also ich könnte jetzt schon nach Amerika. Aber nächstes Jahr mache ich das dann. Ja, ansonsten bin ich natürlich ein bisschen auf der Pirsch gewesen, wenn ihr so wieder das Single-Leben eingeschlagen hat oder gekommen ist und das war auch echt amüsant. Ich habe wirklich viele nette Leute kennengelernt, war echt amüsant und es hilft einem einfach schon, wenn man 30 Kilo leichter ist. Also ich habe das auch ziemlich offen oder schnell mal kommuniziert. Ich habe auch wirklich mit ein paar Frauen mehrere Treffen gehabt und Abende zum Essen etc. und ich habe dann auch immer mal erwähnt, dass sie wahrscheinlich mit mir vor 2 Jahren nicht in den Ausgang gegangen wären oder mich nicht treffen wollten etc. Aber sie haben mir dann fast alle gesagt, nein, das wäre dann schon nicht so. Sie würden auch, wenn ich schwerer wäre mit mir in den Ausgang. Ja, genau. Aber
Ansonsten, sie haben es echt nett gemeint und ich bin echt glücklich, dass ich immer noch den Magenbypass habe, ich auch keine Probleme damit habe. Es ist mittlerweile auch so, dass ich eine Frau besser kennengelernt habe und jetzt mal versuchen werde, mit ihr ein bisschen längere Zeit zusammen zu bleiben oder so. Eine Partnerschaft wird sicher lustig mit ihr und sie kennt meine Vorgeschichten auch und ich habe auch Fotos von früher gezeigt. Sie war schon echt ein bisschen erschrocken, aber mittlerweile findet sie, so wie ich bin, sei das super okay. Aber ich hätte sie sicher nicht kennengelernt mit 120, 130 Kilo. Also da mache ich mir keine Illusionen. Sicherlich sind wir beide alt genug und schauen vielleicht ein bisschen mehr auf den Charakter als auf die Modelmaße. Aber die Sympathie muss ja einfach stimmen und das ist für mich im Moment. Deshalb möchte ich da auch nicht weiter drauf eingehen. Aber Leute, auch wenn die Partnerschaften flöten gehen durch die Operation, Kopf nicht in den Sand halten, weitergehen, aufrecht stehen und vorwärts schauen. Und es geht, es läuft und es war echt eine coole Zeit, die paar Monate, wieder ein bisschen um die Häuser zu ziehen und was zu unternehmen und Spaß zu haben und wirklich tolle Leute zu treffen, die man vorher wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Und das war echt super. Vielleicht noch zum heutigen Donnerstag. Es ist jetzt Mittagszeit und ich habe jetzt dann noch bis 4 Uhr arbeite ich noch und dann fängt meine politische Karriere an zum ersten Mal. Ich habe ja das vor ein paar Videos schon erzählt, dass ich da kandidiert habe. Das ist jetzt soweit. Heute ist die erste Sitzung in Bern und ich freue mich schon darauf und es wird sicher lustig, ein bisschen dort das Theater, das Polittheater anzuschauen, aber ich bin guter Dinge, dass ich dort mal auch noch was einbringen kann oder ein bisschen die Gewerbseite noch einbringen kann, bevor das Ganze nach links rutscht, ja. Aber ja, das wäre es eigentlich schon. Ich möchte das nicht in die Länge ziehen. Ich bin super zufrieden und sage euch Leute, lasst euch einfach nicht unterkriegen, auch von den Scheißanträgen. Macht vorwärts, geht euren Weg und wenn halt mal die Partnerschaft drauf geht, eine harte Zeit ist am Anfang, aber es muss weitergehen. Ich seid nicht die Ersten, nicht die Letzten und es werden noch viele Paare geschieden oder getrennt, es finden sich neue. Also seid gute Dinge und wenn ihr eine Partnerschaft verliert, nur wegen dem Gewicht, was wahrscheinlich nicht sein kann, dann ist halt so, aber sucht euch den besten Weg aus und geht ihn und schaut darauf, dass ihr sicherlich nicht abschweift von eurem Kurs, vom Abnehmen, Gewicht halten, modisch sein. Ich sehe auch tolle Fotos in Facebook, das ist schon unglaublich. Ich habe mich ja selber auch verändert, aber wenn ich dann die Fotos von anderen sehe, ich grüße mal alle, die ich da immer wieder treffe, es ist schon super, was so eine Operation ausmacht und man sieht auch an gewissen Fotos, ist mir gleich letzte Woche aufgefallen, das Strahlen in den Augen ist einfach schlanker, viel sympathischer und man sieht die Lebensfreude richtig und das ist die Hauptsache und deshalb kurzer Sinn, tschüss zusammen, genieß noch den Tag. Ciao, ciao.